will ich auch nicht. Warum versteht ihr das denn nicht? Ihr seid nur Abziehbilder, einfach lächerlich. Abziehbilder, mehr seid ihr nicht für mich. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder kriegen keinen Applaus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder gehen jetzt nach Haus. Erzählt was von regenerieren oder davon, dass euch Menschen sabotieren. Aber ihr seid doch die, die blockieren, die alle schlecht reden und nur nach hinten sehen. Lasst Freunde im Regen stehen, anstatt mal logisch zu überlegen. Ich kümmere mich um das Hier und Heut, bekämpft Faschismus jeden Tag, doch nicht mehr mit euch. Nein, natürlich nicht, euer Handeln war ja eh meist unzuverlässig. Ihr redet vom politischen Krawall und spielt danach autonomen Karneval. Doch ich bin keine Eintagsfliege, bleibe aktiv, trotz der Intrige. Spreche nicht groß über Aktion oder was ich gedenk zu tun, ich brauche keinen Ruhm. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder kriegen keinen Applaus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder gehen jetzt nach Haus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder kriegen keinen Applaus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder gehen jetzt nach Haus. Abziehbilder, warum ich euch so nenne, na das fragt ihr noch. Na, weil ich euch kenne, hoffe, dass es nicht so bleibt. Doch ihr steht nicht an der Front. Nicht an der Front, ihr, die ihr jeden Tag erzählt von Splitterbomben und Krawall, wie es den Bullen zeigt. Doch dann seid ihr nicht bereit, wenn die Nazis marschieren, liegt ihr lieber im Bett am Regenerieren. Das ist es, was ich meine. Menschen ohne Rückgrat kann ich nicht leiden. Kann ich nicht leiden, kann ich überhaupt nicht leiden. Ich rede nicht viel, ich handle lieber und das jeden Tag. Nicht einfach nur durch Lieder, die dienen nur als Ventil. Wird mir das ganze Theater mal wieder zu viel? Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder kriegen keinen Applaus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder gehen jetzt nach Haus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder kriegen keinen Applaus. Abziehbilder, so sieht's aus. Abziehbilder gehen jetzt nach Haus. Ihr solltet mal besser reflektieren, welche Dinge hier auf was basieren. Und zwar jeder Mensch einzeln kritisch mit sich selbst, anstatt über andere zu reden, handelt lieber selbst. Und zwar mit Taten und hört auf euch zu beklagen, ich will's nicht mehr wissen, könnt hetzen, wie ihr wollt. Sucht Wahrhaftigkeit in euch und dann seid ihr auch bereit. Also nehmt euch die Kraft, euch selbst zu befreien. Hinterfragt euch selbst und euer eigenes Sein. Euer eigenes Sein, also meine Ex-Genossinnen. In euren Verhalten ist kein Standing drin und im Grunde bin ich fertig mit euch. Meine Zeit ist wichtiger investiert gegen die Faschos hier vor Ort oder gegen die Gesamtscheiße in Wilhelmshaven mit dem größten Kriegsstandort in Deutschland. Nur für die, die es immer noch nicht wissen, es wird aufgerüstet in Wilhelmshaven und der Welt.